Schönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 48, Feed the Beast Infinity, der Superlative. Und zwar, wir versuchen, eine Karmesin-Farm zu bauen. Das wäre natürlich geil. Ich weiß nicht, ob sowas schon mal gemacht wurde. Aber, du rennst jetzt rein und, versuch alles zu erledigen, ja? Und ich gehe jetzt rein. Die Leute jetzt einzusperren irgendwo. Denn, das ist mir so unsicher hier, ganz ehrlich. Ich renne eben nach Hause und hol Cobblestone. Versuch dazu dann, dass sie nicht despawnen. Okay. Ich hol schnell Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Wo bist du? Da. Ganz unten in der Cobblestone-Farm. Oh nein, 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 nein. Ich höre sie reden. Boah, das ist so krass. Habt ihr euch... Ich weiß nicht, ob jemand von meinen Zuschauern Star Trek guckt. Vielleicht seid ihr auch so ein Nerd wie ich. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr werdet eines Morgens wach und ihr seid mitten in einem Borg-Kubus und ihr hört die Stimmen der Borg, ja? So ungefähr komme ich mir vor, wenn ich hier stehe und mich gegen diese Magier behaupten muss. Das heißt, ich kriege hier Gänsehaut, das kribbelt volle Pulle, ja? Es ist albtraummäßig vorprogrammiert hier. Ich habe übrigens noch nie Star Trek geguckt. Echt? Oh Gott. Können wir immer alle voll gucken. Oder ja, oder was auch immer. Können wir gerne machen, ich habe alles da. Und es ist, oh, es ist so, boah, es kribbelt so dermaßen, wenn ich hier stehe und die Reden höre. Ja. Können das auch gerne ein paar Zäuse halten davon. Nein. Das ist die Magier, die anderen nicht, ne? Die machen ja keine. Die rennen gerade hier immer, die rennen immer rum um das Ding. Ja, die versuchen ja, hier reinzukommen. Jetzt darf die gerade Sport machen, erstmal Frühsport. So, Leute, noch ein paar Mal auf dem Block. Ich höre sie schon wieder reden. So. Ich kann die Borg reden hören. Jetzt muss ich mindestens mal zurücklaufen, aber scheiß drauf. So, ich habe hier schon ein paar eingesperrt. Ich werde jetzt alle ein, die hier rumrennen. Treibsand, verdammt. Wo sind denn die anderen? Die sehen die Punkte nicht mehr. Sind die schon weggespawnt oder was? So. Okay. Anscheinend fehlen uns eigentlich jetzt ein paar. Oh, denn wir haben, glaub ich hab gerade die Wand ein Stück kürzer gemacht. War ein Versehen. Ja, nur ein Magier. Ja, mit der Portegun holen wir uns noch 10 andere her. Ist überhaupt kein Thema. Wir haben jetzt einen Plan. Ja, die versuchen alle gerade richtig da reinzurennen. Lustig. Ja, und deren Pathfinding-Algorithmus findet natürlich keinen Weg mehr herein, weil wir das zugemacht haben. Ich meine, es gibt einen Weg hier rein, aber den sehen die nicht, weil dafür müssen sie eine Treppe hochgehen. So, brauchst du Cobblestone oder sowas? Ich habe nämlich ganz viel. Ich habe im Augenblick erstmal so ziemlich alles, was ich brauche. Sieht auch schon cool aus, oder? Pass auf, da kommt ein Zombie. Wo kommt denn der? Hui! Aber ich weiß, wir brauchen ja die Nodier, wa? Hast du Fackeln dabei? Ja. Okay, dann. Komm runter. Frage, wo kam der Zombie her? Die spawnen da irgendwie ist nicht. Gib mir die Fackeln. Ja, da kommt die raus. Doch, wie ein ganz normaler Spawner. Bitte. Ich weiß aber nicht, ob die Fackeln was bringen. Die spawnen aber nur bei Nacht, glaube ich. Tagsüber spawnen ja, die ja gar nichts. Ich werde das ja so richtig mies beleuchten. Doch, total übertrieben, aber egal. Ich weiß nicht ganz genau, wo da hier die Lichtquellen sind. Ich sehe hier nämlich nichts. Warte mal, F7 war das, glaube ich, ne? Mhm. Ah ja. Ja, okay, gut. Liebe Leute, wenn ihr nicht wisst, was das ist die Lichtanzeige. Alles, was jetzt gelb ist, da können Monster spawnen, wenn es Nacht ist. Alles, was rot ist, können Monster immer spawnen. Und alles, was ja normal ist, da spawnt nichts. Jetzt muss ich mal wieder F7 weg. Dann hässlich ist das schon. Ich muss jetzt hier noch mal kurz hinbauen, weil ich möchte lieber bei den Monstern stehen. Ich will nicht, dass die spawnen. Gut, mach das. Ich hoffe, mich stoßt hier kein Skelett irgendwie rein oder so. So, jetzt versuchen wir uns hier mal einen halbwegs brauchbaren Spawner hinzuzimmern.
Hast du Holz? Holz habe ich nicht. Hast du ein Crafting Table? Habe ich nicht. Kann ich uns aber gleich besorgen, wenn ich einen Baum finde. Ah, naja, ich will eigentlich nicht weg. Da bist du ja. Irgendwas ist hier gerade, glaube ich, in meine Nähe gefallen. Ich höre eine Spinne. Ach ja, die können immer noch hochklettern. Wobei, nee, du hast ja von innen gemacht, dann können sie ja nicht hochklettern. Wir sollten eigentlich nicht rüberkommen, oben über die Mauer. Nichtsdestotrotz höre ich einen und ich habe eine fallen gehört. Bei dir ist aber keiner drin. Aber guck mal, da wo die Mauer fehlt, da kannst du rein. Also was ich brauche, sind halt Falltüren. Du hast schon ganz schön ausgeleuchtet hier, aber gut. Komm, ich schmeiß dich hier ganz viel Cobblestone hin, benutze den mal. So, den Treibsand, den mache ich weg. Gesagt, Falltüren hast du nicht zufällig, ne? Nein. Ich Ja, höre hier sie. ist die Spinne, die versucht hier wirklich hochzukommen. Ich höre sie wieder reden. Das ist so Ich will sie auch killer. ganz schnell drehen. Die versucht hier hoch. Ja, es ist sie tot. Getroffen. Der Mager ist noch da. Mach ich mal hier oben auch. Das ist eigentlich voll mies, weil die sind übel zu überlegen mit ihrer Magie und ihrer Kraft und wir Ja. sperren die einfach ein. In der Ach Natur ja. gewinnt nicht immer der Stärkere, sondern meistens der Intelligentere. Juhu, ich bin intelligenter. Sorry. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr mal so einen Tag habt, wo ihr euch deprimiert fühlt und euer Selbstwertgefühl am Boden ist, dann müsst ihr euch immer sagen, dass die Evolution es geschafft hat, euch hervorzubringen. Das heißt, ihr habt euch gegen Millionen anderer Individuen in der Natur behauptet, um überhaupt am Leben zu sein. Ist das nicht geil, wenn man da mal drüber nachdenkt? Jetzt ist die Anzeige, die Flaps-Anzeige, die FPS-Anzeige hin und her gerutscht von meinem Aufnahmeprogramm. Deswegen musste ich gerade ganz oft F7 drücken, falls ihr euch wundert. Damit es wieder oben rechts in der Ecke ist. Ihr alle Ja. gehört zu den Kaulquappen, die die ganzen Angriffe überlebt haben. Ihr seid das Beste, was diese Evolution hervorgebracht hat. Ja, jetzt haben wir alle Platten. Ja, den So, höllenewigen Ofen dann. brauchen wir nicht. Ja, hier, da ist das Schwert. Schwert des Zephyr. Wütende Winde. Wobei ich ja auch sagen muss, diese komische Axt, diese Hoe, mit der ich die Knochen benutzen kann, ist auch ziemlich cool. Hacke des Wachstums. Kann ich mit der Hoe einfach auf den Boden drücken und dann kann ich als Knochenmehl benutzen. Kenne ich auch. Die ist cool, ja. Arcana Boga. Was das hier ist, Spiegelmagie, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Kennst du das? Nee, warum? Spiegelmagie? Spiegelmagie, ja. So ein magischer Spiegel oder was? Ja, aber von Towncraft. Ja. Naja, das ist, damit du deine Aspekte quasi durch die Gegend teleportieren kannst. Achso, cool. So ein Badesalz soll ich auch mal langsam herstellen, damit ich. Mal mich reinigen kann vor dem ganzen Scheiß hier. Ja, da den Bannzauber sollte ich auch mal bald erlernen, damit können wir unser Eingangsbereich an den ganzen Maschinen sichern, damit die niemand mehr abbauen kann. Da kann nämlich kein Creeper kommen und kann das Ding kaputt machen. Aber dann kannst du es auch nicht kaputt machen. Das heißt, du musst mich immer wieder fragen. Wie stellst du das davor, bitte? Wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen eine ganz gerade Fläche, damit die Monster alle an eine Reihe, also an einen Punkt gebracht werden. Und am besten weg von der Mitte. Ja, eins nach dem anderen. Wir brauchen noch eine Menge Falltüren. Wieso denn Falltüren? Wir können doch einfach Förderbänder nehmen, Kannst du dich um. sodass die alle in eine Reihe, in eine Ecke kommen. Oder Wasser. Na, ich will Falltüren nehmen, damit die hier überhaupt erstmal in diesen Graben reinfallen. Und unten in dem Graben, dachte ich, machen wir dann diese Beförderungsgeschichte, weißt du? So, ja, okay, das könnte man auch überflüssig machen können. Oberflächlich. Du kannst natürlich auch hier oben durch die Gegend fahren. Da ist mir runtergefallen. Ja, das habe ich mir gedacht. Eine ganz gerade Fläche und dann alle hier in die Ecke irgendwo, wo wir sie dann abfahren können. Das geht doch ganz gut mit Förderbändern.
Hast du Förderbänder? Ja, aber ich würde gleich welche machen, wenn du denn nur auf die Monster warten würdest. Ich habe gedacht, du machst nur eine gerade Fläche draus. Na, ich kann ja hier den Teil in der Mitte. Ja, da können wir sowieso Förderbänder drüber machen, das ist doch kein Thema. Gut, pass auf. Ja, mach mal gerade, du machst es doch viel zu hoch gerade. Das Also, ist ja nur, damit die nicht entkommen können an der Seite. ich habe gedacht, wir Guck mal, machen das hier können wir wirklich. überall Förderbänder drauflegen. Ich habe gedacht, wir machen das komplett eben in dem ganzen Kasten hier. Und in der Ecke da hinten, da kommt denn der Ausgang hin. Also, weit spawnen die doch da an. Ich guck mal, die spawnen Die, sowieso aber bloß. bis dahin werden sie gepackt, also gefahren, damit die in der Mitte hier neue spawnen, weil hier keiner mehr ist. Ja, naja, schau mal. Innerhalb dieses Bereichs hier spawnen die. Dieses äußeren Sandrahmens hier. Siehst du den? So. Sicher. Ja, in dem Bereich spawnen die. So, und das heißt, wir können hier, wo das Cobblestone ist und teilweise auch wo das Sand noch ist, können wir Förderbänder hinmachen und können die in eine Ecke fahren und beziehungsweise aus der Ecke sogar rausfahren, damit die hier nicht den schönen Spawn-Bereich blockieren. That's the plan, you know? Okay. Mal gucken, ob das so klappt. Muss einem sorgen wir mal dafür, dass das hier alles schick aussieht. So. Pass auf, da ist ein Enderman hinter dir. Hast den Cleaver? Ja, ich bin aber nicht in der Nähe. Dann habe ich ein Problem. Hab's geschafft. Aber Sauber. er hat nichts getroppt. Schade. Ich höre schon wieder ein. Und nicht bei uns diesmal. Hört sich schon wöchentlich an, wenn die mal reden. Nein, 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 nein. Hier kommt jetzt kein Creeper hin. Geh weg, du Spackenkack-Ding, du. Das ist Deutsch. Wehe, wenn er unseren Sand sprengt. Dann sprengt er aber meine Geduld, Harry. Hast du deine Förderbänder parat? Nein, ich habe irgendwie Angst, da wegzugehen von den Viechern. Sind die noch hier, ja? Ja, die sind noch da. Siehst du die roten Punkte? Ah ja, Ah okay. ja. Willst du vielleicht mal zugucken oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass wenn man sich umdreht, dass sie. Manchmal habe ich Angst, dass wenn man sich umdreht, dass sie weggehen. Aber anscheinend gehen die jetzt gerade nicht da weg. Das ist ganz gut. Aber ich werde mal ganz kurz diesen hässlichen Creeper da wegmachen. Der macht mir Angst, der schleicht die ganze Zeit um. Der schleicht die ganze Zeit um deren Käfig rum. Du hast die eingesperrt? Ja, ich habe die eingesperrt. Die rennen hier Lol. nicht rum. Und der ist wirklich explodiert. Wie das denn? Der war doch viel zu weit weg. Aber es ist nichts passiert. Okay. Ja, ich habe die eingesperrt. Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Okay, Nee, warte, Bruder, war an. ich bin gleich so weit, dass wir die hier in den inneren Kreis wieder einsperren können. Okay, ich versuche. Moment. Ich mach dir eine Tür. So, und wenn wir die in dem inneren Kreis drinne haben, dann verpassen wir den Namensschilder. Damit die Weiß uns. nicht, ob wir das machen sollten. Ja, das müssen wir machen. Sonst despawnen die uns irgendwann. Stimmt, ja, okay, dann hole ich mal direkt alles. Aber dann musst du hier bleiben. Ich bin hier. Ich baue ja hier noch. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass wir weggehen. Und was machen wir wirklich, wenn die hier. Denkst du wirklich nicht, dass die hier rüber am Rand noch spawnen? Okay. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Soll ich sie herholen? Ja, irgendwie müssen wir sie ja sehen, oder? Okay, also wenn du da bereit, dann schicke ich den Anführer hierher. Den Anführer. Das klingt schon witzig. Meinst du, zwei Blöcke Höhe reichen? Müssen eigentlich, oder? Ja, klar. Das ist ja nur manchmal. Auch nur bei Menschen. Passt schon. Warte, ich komme von außen. Kannst du ja noch einen Block hochbauen, damit ich da Portal setzen Ja, ich ziehe zwei möchte. hoch noch. Sicher, sicher. Okay, dann setze ich ihn jetzt rein, ja. Okay.
Ist da drin? Ey, hier ist noch keiner. Jetzt. Da ist er. Oh, da. Oh. Au, 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 au. Und schon schießen sie auf mich. Raus? Ja, ich bin raus. Die haben erstmal voll auf mich geschossen. Ja, gut, das war klar. Willst du hochkommen? Warte. Was? Hol mal Namensschilder. Das dauert jetzt noch ewig, bis ich nach Hause bin. Soll ich dir hier einen Weg machen, dass du hier hochkommst mit der Portalgun? Ich habe keine Portalgun, hä? Nee, aber ich mach dir hier ein Portal, dass du dich hier oben hinstellen kannst. Achso. Okay. Gucken kannst oder so. Okay. Wo führt das Portal hin? Da hinter dir. Nach oben rauf oder was? Ja, ja, hier wo ich stehe jetzt. Ah, okay. Dann kannst du mal die Löcher hier nochmal auffüllen. Oder ich habe Ausland dabei. Wobei die eigentlich schon groß genug sind, oder? Aber der macht nicht weiter. Aber der schießt doch nicht. Ja, dann bleib so lange in Deckung wie nur möglich. Der hat einen Hass auf dich, weil auf mich schießt er ja nicht. Dann machen wir das so, dass. So, auf, da kommt die krasse Waffe. Dann machen wir das so, wenn. Au, au, au! Au, au, au! Warte, warte, warte. Hier, komm mal zurück. Okay, park die wieder am Portal hin. Am Kaktus. Nee, am Kaktus geht nicht. Da hinten. Hier. Wo? Da. Am Kaktus. So, danke. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Oh, oder schießt schon wieder auf mich. Das Ding verfolgt dich. Mm. Ja, okay, dann versteck dich einfach dahinter und dann ist gut. Warte da einfach so lange. Der mag mich aber gar nicht. Also, ich versuche jetzt zurückzugehen. Ich hole den ganzen Scheiß, den wir brauchen. Genau. Dann komme ich wieder. Genau. Dann gehst du hier weg, sodass der sich beruhigt. Genau. Ja, okay, dann. Sind 20 Minuten um? Ja, da, genau. Dann würde ich sagen, machen wir das off-topic. Alles klar. Jo, haut da rein, Leute. Ciao.